Hallo und herzlich willkommen zu eurem Wetter.net. Klasse, dass ihr wieder alle reingeklickt habt. Am vergangenen Montag schauten wir uns ja zusammen das amerikanische Wettermodell an und das erschrak uns ja ein wenig, denn es kündigte den Winter an, der sich doch wieder Richtung Deutschland breit machen könnte zur nächsten Woche Montag. Und jetzt sind sich alle Wettermodelle einig, der Winter, er wird zurückkehren. Doch ganz aktuell haben wir es mit einer sehr unbeständigen Wettersituation zu tun, aufgrund eines sehr komplexen Tiefdruckgebietes. Ja, und zwei Kerne dessen sind bei uns sehr ausschlaggebend im Moment für unsere Wettersituation. Da haben wir nämlich einmal einen Kern bei den britischen Inseln und einmal einen Kern bei Norwegen. Und diese arbeiten zusammen und sorgen für diese Wetterverhältnisse. In der kommenden Nacht wird der Himmel zum Teil stark bewölkt sein. Es gibt Regen, vor allen Dingen im Nordwesten. Der Wind wird wirklich lebhaft sein. Da sind zum Teil stürmische Böen, auch im Flachland, in der Nordhälfte, absolut möglich. Im Süden dahingegen, da bleibt es trocken und der Wind eher nicht zu spüren. Die Temperaturen zum morgigen Früh, die liegen dann zwischen 12 und 8 Grad. Schauen wir uns die Aussichten für den morgigen Freitag an. Da sind dann die Schauer absolut wetterbestimmt. Zum Teil haben wir auch gewittrige Schauer mit dabei, denn die Luftmassen sind sehr labil. Der Wind wird auch am Freitag tagsüber nicht nachlassen. Nein, im Gegenteil, der kommt aus Südwest und wird wirklich ruppig ausfallen. Ja, und mit zum Teil langanhaltendem Regen können wir auch im Süden rechnen, was ja gar nicht schlecht ist, weil im Südwesten vor allen Dingen, da fiel ja vor allen Dingen im März recht wenig bis jetzt. Werfen wir einen Blick auf die Temperaturen. Nochmal ziemlich mild. Wir sehen hier Werte von 10 bis 17 Grad. Morgen am Freitag noch. Ja, und dann in der Nacht von Freitag auf Samstag kommen dann neue Fronten zu uns, beziehungsweise die bringen neue Regenwolken zu uns vom Westen. Der Wind wird nicht abgeflaut sein. Im Nordosten hingegen, da gibt es zum Teil etwas größere, aufgeklärte Abschnitte, regional kurzweilig. Das Ganze dann in der Früh bei Temperaturen zwischen 9 und 4 Grad. Na, dann schauen wir uns jetzt die Aussichten für die nächsten Tage an. Unbeständig. Schauer, schauerartige Gewitter sind mit dabei. Am Samstag für uns alle ein sehr ungemütlicher Tag. Die Temperaturen liegen dann zwischen 7 und 14 Grad. Am Sonntag ziehen dann weitere Wolken von Nord nach West zu uns. Allerdings sind vor allen Dingen ab der zweiten Tageshälfte im Nordwesten einige Wolkenlücken mit dabei. Da kann hier und da mal sich kurzzeitig die Sonne zeigen. Die Tageshöchstwerte gehen schon weiter zurück. Richtung winterliche Temperaturen schon wieder. Im Süden um die 5 Grad nur. Schauen wir uns die anderen Temperaturen an. Die erreichen dann Werte zwischen 8 und 13 Grad. Und in die neue Woche starten wir dann wirklich winterlich heftig. Wir rechnen nicht nur mit einzelnen Schneeschauern, mit Graupelschauern. Nein, der Wind wird auch wieder volle Kanne Fahrt aufnehmen. Das Ganze dann bei Tageshöchstwerten zwischen 2 und 8 Grad. Und die Luft, sie ist labil. Warum ist diese labil? Weil wir es mit, das ist die Höhenkarte, da sind ist der Luftdruck bzw. ist der Bodenluftdruck und die Temperaturen in 5 Kilometer Höhen. Und die arbeiten zusammen und das bedeutet, wir haben sehr labile Luft bei uns, vor allen Dingen im Norden. Das ist ein Kältevorstoß, also 5 Kilometer Höhe, minus 40 Grad. Das bei den eng gedrängten Isobaren bedeutet, das wird die Wettersituation am Montagnachmittag im Nordwesten bei uns sein. Das ist eine Gewitterwahrscheinlichkeit, die nicht zu verachten ist. Es gibt Niederschlag landesweit. Ja, und dieser wird zum Teil als Schnee fallen. Am Dienstagmorgen, wenn wir dann die Rollläden hochmachen, kann die Welt überregional, deutschlandweit noch mal wirklich richtig winterlich ausfallen. Da können sich tatsächlich weiße Flächen bilden. Da kommt noch mal eine Schippe Schnee bis zum Dienstagmorgen obendrauf. Ja, das war es auch schon wieder. Das Neueste zum aktuellen Wetter. Was ich euch aber noch mal mitgebracht habe, viele von euch denken ja, bei mir ist ja gerade sehr regnerisch, bei mir ist es eher frisch. Wie kann es denn im Süden so mild und warm sein? Was erzählt ihr denn da? Da stößt man ja doch manchmal auf ein wenig Unverständnis.
Und ich habe euch jetzt nochmal die Höchsttemperaturen von gestern mitgebracht. Und wir prognostizierten oder sagten vorher, 21 Grad sind absolut möglich. Ja, und die waren auch drin. Schauen wir uns mal Regensburg an, 21,5 Grad. Und das sind die Temperaturen oberhalb von 19 Grad. Also vielerorts, vor allen Dingen im Süden, gab es Temperaturen um die 20 Grad. Auch wenn manch einer, der wirklich unter den Regenwolken den ganzen Tag feststeckte, es nicht fühlen konnte, dass ein paar hundert Kilometer weiter es doch sehr frühlingshaft zuging. Ja, das war's auch schon wieder. Komplett von eurem Wetter.net, das Neueste. Wenn ihr immer auf dem aktuellen Stand sein wollt, dann klickt doch bald wieder rein. Deshalb sage ich bis hoffentlich ganz, ganz bald. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, vergesst nicht zu liken.